Wir beide rum. Ja. Na, vielleicht geht's heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich vermute mal, dass da ja jetzt meine Ping-Scheiß da weg ist und Delay und so, ist das ja prima. Also müsste das wieder alles so laufen, wie es vorher laufen sollte. Alter, was für ein mieses Intro. Ja. Und er ist gerade wach geworden und schläft. Das ist auch eine nice Hütte. Das ist ja größer als meine Besenkammer. So. V. Hallo. Hallo? Hörst du mich? Hallo. Ja, ich höre dich. Ich Ach wollte so. nur das. Ich wollte gucken, ob Hallo, du mich hallo? auch doppelt hörst. Nee, ich höre dich nicht doppelt. Also. Hallo, hallo? Genau, man kann ja V drücken. Ach so, du kannst im Spiel wahrscheinlich die eigene Kommunikationsplattform dann benutzen. Ja, das denke ich auch. Und vielleicht macht das auch Sinn, weil man sich manchmal nicht hören kann. Inks, winke deinem Partner. Okay, ich habe dir gewunken, aber du siehst mich ja nicht. Ach doch, da bist du ja. So, was war Z ist, siehst du etwas Wichtiges, zeigt darauf. Okay. Also wir sind ja doch erstmal zu zweit. Ich dachte, wir sind so in einem anderen Raum irgendwie, also. Oh nein, ich habe hier so ein Ding. Ich habe jetzt schon was in der Hand. Okay. Ein Mikrofon hast du in deiner Hand. Ah ne, ein Ja, und Schalter, so ne? ein. Oder? Springt bei dir Sound auch bei dir immer so? Nein. Okay. Bei mir ist er eben so ein bisschen gesprungen. Das ist ja nur, wenn ich das mache, oder? Ah ja, genau. Ja. Ach, du sendest Störgeräusche, ja? Ja, das ist das komische Walkie-Talkie-Funkgerät. Ah. Impact. Noch eins. So, könnten Sie mich hören? Nehmen. Ah, ich habe ein Rad auf jeden Fall. Das kann ich dann in irgendeine Tür stecken hier. Wahrscheinlich. Da kann ich das hier reinstecken. Wie geht denn das? So, ich habe gerade. Mal E, F. Nö. Linke Maus. Nö, ich kann das Rad hier auch nicht reinstecken irgendwie. Aber es müsste dieses hier sein, was ich habe, weil. Ach so, vielleicht hier? Ah Ach so. ja. Ah. Hier konnte es reinstecken. Wahrscheinlich sind wir zwischendurch auch mal getrennt, denke ich mal. Ja. Ich habe auch den Sinn noch nicht so ganz verstanden, aber der ergibt sich wohl von alleine. Ich sollte jetzt besser nicht herumspielen, da ich bin hier gerade auf Einsteigen gegangen. Oh, du schnarchst draußen. Was ist das hier? Hier kann man ziehen. Aber wahrscheinlich irgendein Code oder so, ne? Den man noch nicht hat. Denke ich auch. Nur mal rausgucken. Ja. Das ist aber schön hier. Das sag ich dir. Die scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Also, okay. Also, das Tor kriegen wir nicht auf. Vielleicht kannst du dein Ding da reinstecken. Oh. Nee, leider nicht. Schade. Wollte mein Ding da schon immer mal reinstecken. Jetzt bin ich hier einmal rumgelaufen. Jetzt was gebracht? Nee. Aber es ist auch lustig, dass ich jetzt hier mit so einem Lenkrad rumlaufe. Vielleicht, ach, können wir uns hier gegenseitig hochhelfen oder sowas? Hm. Hm.
Irgendwie so Räuberleiter. Warte mal, hier hinten ist auch noch ein Tor, ne? Kommt man wo ans Tor? So. Ja, auch geil, ich klicke aufs Tor und jetzt steht hier, wir führen keine Expedition zu Fuß durch. Oh, du bist auf dem Dach. Ja. Ah, hier gehört dein Ding rein. Ah. Da kannst du es reinstecken, endlich. Oh. Das fühlt sich aber gut an. So. Jetzt habe ich am Rad gedreht. Jetzt kann ich hier noch drücken. Oh. Frequenz kann ich einstellen. Okay, ich kann die Parabolantennen verstellen. Ja. Ah, das muss. Du hast das fast. Ja, das Muster sieht schon ähnlich aus. Ne? Jetzt die Frage, ist ja immer nur vor und zurück. Ich kann hier nur drücken. Aber ich kann muss ich ja dann unten an den Hebeln machen oder so. Ja, das kann sein. Immer kurz rein und gucken. Hm. Nee, er sagt, ich soll damit nicht rumspielen. Okay. So, ich kann hier drücken. So, ich drück nochmal. Das sind auch die einzigen Antennen, die wir so haben, ne? Ach, ich habe hier unten noch Knöpfe. Ah. Ist irgendwas passiert? Nee, drück mal. Ja, du kannst die Welle verschieben. Ah, das ist gut. Warte mal. Warte mal. Kannst du die... wie viele Knöpfe hast du denn? 4. Ich kann die, glaube ich, breiter machen und also sowohl die Amplitude als auch... Ja. Okay. Mach mal die Amplitude kleiner. Ja, noch kleiner. Ja, noch kleiner. Oh, das sieht gut aus. Also es ist auf jeden Fall, sind die jetzt fast gleich groß. Noch ein Stück kleiner. Ja, jetzt müsste die Welle passen. Warte mal, dann schalte ich mal weiter. Weiß auch gar nicht. So, die Welle passt. Okay, das sind ja mehrere Wellen irgendwie. Jetzt habe ich hier noch... schalt mal die Amplitude kleiner. Obwohl, ach nee, mach die mal größer. Genau, noch größer. Noch größer, größer, größer. Noch größer. Noch größer. Noch größer. Noch größer. So, jetzt müsste es noch einmal, glaube ich. Einmal größer. So, die passt jetzt auch. Haben decken jetzt... die sich denn? Ja, die decken sich. Aber das Komische ist, ich habe jetzt also die Amplitude bei 106. Die hat nichts gebracht. Jetzt bin ich bei 112. Die decken sich jetzt, aber das bringt nichts. Warte mal, dann nehme ich mal die nächste, wo ich eine Doppelwelle habe. Mach die mal ganz klein. Das ist jetzt die nächste, die ich mal teste. Ja, noch ein Stück kleiner. Noch ein Stück. Das müsste eigentlich jetzt passen. Müsste man die nicht... Also überlappen die sich wirklich auch, die Wellen? Nee, genau. Kannst du die Wellen nochmal weiter zusammenschieben? Ah... Ja. Oh, das war eben schon gut. Jetzt, irgendwas ist hier passiert. Ah. Ist hier unten Musik. Das ist aber das Falsche. Okay. Ja, dann müssen wir mit dem anderen ausprobieren. Okay, nimm warte eine andere mal. Welle. Ja. Okay, dann mach sie mal ganz groß. Breiter, genau. Also genau, erstmal größer. Ich sag dann, und dann die Welle an sich. So, noch größer. Ja, genau. Noch breiter. Genau, noch breiter, breiter, breiter. Noch breiter. Oh ja, jetzt... es gibt wieder Musik.
Ah, sehr gut. Das hat gepasst. Jo, das passt auch. Aber ich kann sonst hier nichts machen. Ist vielleicht unten jetzt irgendein Tor auf oder so? Weil da sind, da ist ja ein Tor irgendwie hinter dem Haus. Da sagte ja, das ist von innen verschlossen. Ja. Oder von der anderen Seite. Ich denke mal, vielleicht müssen wir ja alle einfach treffen. Okay, warte mal, da kannst du nichts machen. So, dann mach die mal ganz, ganz klein. Also enger zusammen und auch die Amplitude kleiner. Kann nichts mehr machen. Okay. Der zeigt jetzt auch diese kleine in Rot an. Oh, die Knöpfe sind... Die stecken fest. Vielleicht hat er denn schon wirklich was geöffnet oder so. Warte, ich komme mal zu dir. Vielleicht hat sich da ja was geändert oder so. Ja. Oder vielleicht kann man jetzt diese komischen Regler da draußen drücken. Ja. Du kannst ja mal reingucken da. Warte mal, hier ist die. Genau, die Musik ist jetzt hier an. Ach, warte mal, ist das. Nee, ach so, das ist ja jetzt hier mein Wohnzimmer, wo ich aufgewacht bin, ne? Genau. Ich mal gucke gerade. Ja, ich gucke gerade, ob sich da irgendwie noch was anderes getan hat. Ach so. Ja, nee, ich glaube nicht. Die Musik ist ja auch hier. Okay, also du kannst zwar drücken, aber es passiert nichts, ne? Nee. Mal hoch, bleib du mal unten. Ja, ich habe eine Idee. Ja? Komm noch mal kurz hierher. Ich wollte mal kurz was zeigen. Ich zeig dich zu. Und zwar, siehst du die zwei roten Knöpfe? Ja. Es kann sein, dass die, dass wir die beiden jetzt haben und wir brauchen noch eine dritte oder so. Weißt du, dass die unten auch noch rot wird? Ach so. Nee, aber ich glaube, das ist so ein Drehregler hier unten. Ach so, okay. Aber lass uns mal, wenn du schon mal hier bist, drück du mal den rechten, den du drücken kannst und ich den... So, warte, vielleicht auch gleichzeitig. Eins, zwei, jetzt. Nee. Geh ich nochmal aufs Dach, bleib du mal unten. Vielleicht, wenn man die Welle nochmal umstellt. Vielleicht muss man wirklich alle treffen, ich weiß es nicht, weil da bis jetzt kam ja nur Musik und nichts. Es gibt nur eine Welle, die ganz blau ist, glaube ich. Die hat es noch nicht getroffen. Ah, jetzt kann ich. Da ist jemand. Können Sie nicht zurück? Unsere Koordinaten, sagt er jetzt. 27, 45. 9 Richtung Echo. Beta 4, 4, 11. Helft uns. Okay. Ah, dann sind das bestimmt die Koordinaten für diesen. Für die Hebel, die wir da umlegen müssen. Ja. Du guck nochmal weiter, ne? Ist das vorbei, die Nachricht? Nee, die geht weiter, also. Der sendet uns die Koordinaten. Ach ja, wiederholt. Ja. Okay, warte. Ich habe bloß keinen Stift und Zettel hier, sonst hätte ich das mal aufgeschrieben. Jetzt? Nee, immer noch. Also es ist immer noch dasselbe. Und die Knöpfe sind auch immer noch festgestellt. Ja, kannst du nichts machen. Jetzt kommt wieder... So, Störgeräusche können nicht zurück. Unsere Koordinaten. Warte mal. Jetzt. Also bei 2 kam Musik. Geh mal weiter. Schalt nochmal um. Ich glaube, eine müsste ganz rechts noch sein, ne? Die ich noch mit verstellen kann. Ja, mal gucken, was hier kommt. Kommt hier irgendwas?
Nee, ich höre jetzt immer nur wieder die Nachrichten. Okay, jetzt stelle ich nochmal um. Da ist jetzt, ist weg. Da kommt nichts Besonderes, ne? Nee. Ich glaube, dann stell ich nochmal um. Genau, jetzt habe ich die Koordinaten wieder von dem Typen. Okay. Und nichts zu schreiben, oder was? Nee, ich habe hier keinen Zettel. Sonst kannst du es mir diktieren oder so. Ja, das können wir auch machen. So, warte mal. Störgeräusche können nicht zurück. Unsere Koordinaten 47, 45. 47, 45. Hm, genau. Aber da kommen noch mehr Zahlen, warte mal. Er wiederholt. Also können nicht zurück. 47, 45, 9 Richtung Echo, sagt er. Okay. Und Beta 4. Und dann kommt nochmal 4, 11. 4 und 11. Ja, also 9 Richtung Echo kam dann. Ja. Dann Beta 4. Ja. Und dann 4, 11. Einfach nur 4 und 11. Mhm, genau. Na gut. Dann, ja, ich schalte nochmal um. Ah, jetzt kommt nur Musik. Genau. Und jetzt? Jetzt kommt der Typ wieder. Ah, okay. Also das immer, wenn diese Wellen sind, jetzt müsste auch Musik kommen. Jetzt kommt auch Musik, ja. Ja. Gut. Ist ja sehr gut. So, dann müssen wir mal schauen. Also wenn das Koordinaten sind. Guck ich mal. Mann, da warst du. Ich sollte jetzt besser damit nicht rumspielen. Okay, also einen Hebel kann ich. Die Hebel kann ich nicht ziehen. Und beim Auto sagt er, ich soll besser nicht rumspielen. Was mich wundert, die eine Tür ist ja hier auch noch zu. Ja, aber übers Dach können wir, glaube ich, auf die andere Seite des Tores springen, glaube ich. Ja, warte mal, dann komme ich mal zu dir. Das wäre ja auch ganz nice. Ich wüsste nicht, was man hier sonst machen soll. Es gibt ja auch null Hinweise, ne, was zu machen ist. Hm. Man ja. Dieses Tor ist ja zu. Und man kann hier einfach runter. Ja. Stimmt, ja. Ist hier irgendwie eine Zahlenkombination? Nee. Was ist das denn hier? Das nehmen hier? Ja, ich hab's genommen. Ja, gut. Ist eingefroren. Ist die Frage, Auftauen, ne? Dann geht's nicht weiter. Nee. Vielleicht brauche ich das innen für die Tür, also dass ich. Ah, jetzt ist die Tür auch auf. Ja, ich geh mal hier hinten noch weiter gucken. Hm. Ist schon ganz witzig, das Spiel. Ach, man hätte auch hier hinten rumgehen können. Ah, okay. Ja, wir sind schon so eine Experten. Oh gut, man kann übers Dach springen. Ja. Ach, bist du schon drinnen zum Auftauen? Ja, ich bin gerade am gucken, ob ich hier irgendwas finde, wie es auftauen könnte. Hier ist ein Ofen. Ach da, ja, genau. Das klingt. Ach, hier ist auch noch ein Rad übrigens, ne? Wo? Hier an der Seite. Oh. Nehme ich das mal? Ja. Ein dreieckiges, ach, das geht dann draußen. Ja. Oh, ich mach mal kurz. Oh ja. Jetzt haben wir die Garage geöffnet. Ah, cool. Ne, ich kann mit dem nichts machen hier. Also, ich kann es auch nicht auftauen. Du einfach da rumstehst? Also, ich meine, es müsste theoretisch hier auftauen. Ja, das eigentlich. Ist bestimmt das dritte Rad hier, oder? Für diese Tür. Hm.
das kann sein. Kannst du hier ran? Also ich hab's probiert, aber... Ach so. Nee, geht nicht. Warte mal, da ist auch eine Herdplatte, die ist an, ne? Ah, ich kann's platzieren, ich hab's. Ja. Ah, ich, alles klar, es taut. Ja. Stimmt, es ist tatsächlich so ein Rad. Mhm. Sehr gut. Ah. Dann können wir uns auch einen Tee machen jetzt. Oh, aber ein Jagertee. So, hier passt es auf jeden Fall nicht. Das ist ein Fünfeck. Krass, ich habe gar keine fünfeckige Tür gesehen. Sagst du? Vielleicht, vielleicht in der Garage ist da. Ach, hier gehen wir mal auf Einsteigen. Nee, da sollten wir besser nicht einsteigen. Aber es ist auch toll, dass man die Garage öffnen kann, aber man konnte ja auch vorher schon reingehen. Warte mal, habe ich nicht irgendwo noch was gesehen? Irgendein Rad oder so? Ich habe ich glaube ich nirgends gesehen. Hm. Vielleicht die Tür hier draußen? Können wir mal probieren? Nee, das funktioniert nicht. Ein Loch. Hier war ja auch nichts, ne? Guck mal, hier am Wasser. Ja. Nee, hier geht's auch nicht lang. Ah, ist schon ein geiles Spiel, ne? So ein Adventure zu zweit. Ja, das stimmt. Ist komisch, dass wir da nicht hin können, weil das sieht so aus, ja, als wenn... Guck mal. Guck mal wieder rein hier. Mhm. Guck mal hier um die Ecke gut versteckt. Hier der Scheiß. Ah, alles klar. Oh, Sesam, öffne dich. Sieht aus, als wäre hier hinten gar nichts. Ja. Wie albern ist das denn, ne? Man kann hier nicht durch hinten, aber man kommt trotzdem hier hin. Ja, genau. Das fand ich auch ein bisschen dämlich, aber okay. Gott, es gibt hier viele Hebel. Ja. Ach, da müssen wir jetzt wieder... Ach, hier sind auch die Zahlen. 4, 8, 7. Okay. Willst du drinnen ziehen oder draußen? Ich glaube, die Zahlen, die wir jetzt... Warte mal. Sind das nicht alle Zahlen, die wir hier haben? Weil die drin, das sind ja Minuszahlen, ne? Ja. So. Die erste war, glaube ich, die 4, ne? Ja, aber ich denke mal, dass man das gegeneinander, weil da war ja auch so eine Anzeige. Und ich denke mal, das muss man so ausbalancieren, dass die irgendwie gerade ist. Also, dass das im grünen Bereich ist. Ah, okay. Und dann muss ich hier drücken und du musst drücken und dann gucken, was passiert. Okay, dann beweg mal was. Der sagt, ich sollte hier nicht mit rumspielen. Ja, das sagt er bei mir hier auch. Was haben wir denn sonst hier? Haben wir noch was übersehen? Das ist merkwürdig. Warte mal, wenn die uns... Vielleicht, ich gucke mal, vielleicht muss ich denen auch irgendwie antworten oder so, dass wir kommen, oder? Ja, man kann eigentlich nichts mehr drücken, ne? Oh, jetzt ist es wieder raus. Somebody! Stop there!
Also ich vermute mal, die Koordination ist schon richtig, aber... Ich glaube, wir müssen es noch... doch noch genauer einstellen. Okay. Weil ich kann wieder rumdrücken. Dann gehe ich mal aufs Dach, okay? Ja. Soll mal wieder rausfinden hier. Ah, da ist es. Ganz schön kalt hier draußen. Ich friere. So. So, jetzt spiele ich erstmal Dachdecker. Okay, so, ich gucke mal. So, stell mal die Amplitude, mach die mal größer. Noch ein Stück. Jo, nee, ein Stück kleiner. Und jetzt müsste es eigentlich übereinpassen. Vielleicht noch ein Stück breiter. Nee. Was? Jetzt? Jetzt müsste es passen, ne? Ich weiß nicht, immer noch nicht. Okay. Ist es gleich breit? Ja, ich würde schon sagen, ne? Und Höhe? Höhe passt auch. Das ist jetzt so hoch. Hm? Genau. Und so zu niedrig. Ja. Ah, jetzt kommt auch eine andere Nachricht. Gott, wer soll sich das merken? Beta. Die Nachricht ist auch schon wieder weg. So, warte. Konntest du das mitschreiben? Das war doch so schnell weg irgendwie, ne? Na, also er spricht das weiter. Ah, alles klar. Ich hatte sogar hier oben gehört, aber jetzt ist hier oben zappenduster. Soll ich ruhig noch eine... Ja, hab alles. Okay, dann... Müsste es ja also, jetzt eigentlich funktionieren. Ja, vielleicht, ne? Dann gehen wir wieder an unsere Position. Ach ja, willst genau. Draußen machen? Oder willst du drin? Nö, ich geh mal ran. Ich darf wieder hier in die Kälte. Ja. Oh, jetzt kann ich auch ziehen. Sehr gut. So, dann drück ich auch mal was, ne? Ja, drück mal was, genau. Oh, jetzt ist, bin ich bei 3 und es ist, nee, bei 4 und es ist blau. Wenn ich jetzt die 4 drücke, dann senke ich es auf 4 ab. Jetzt ist es bei 0,5 oder so. Und wo muss es hin? Ich weiß ja, Koordinaten, hast du die? Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ach so, muss. Ah, okay. Warte mal, ich gucke mal. Ach, bei dem grünen Ding muss es bei 6, oder? Ja, bei mir ist, ja genau, 5, 6, ja. Weil die Koordinaten sind ja, das gibt's. Ja. Aber wobei könnte man auch machen, ne? Da ist ja 753, 754. Mhm. Und Charlie, Beta, Delta und Echo. Ich weiß nicht. Das ist ein NATO-Alphabet. Ja. Das. Wenn du jetzt noch. Hast du einen Zweier, den du drücken kannst? Nee, ne? Ich hab 5, 7, 8. Was passiert? Warte mal, ich drück mal hier die 8. Okay, denn bis hier bin ich jetzt bei 10. Wenn ich jetzt minus 8 mache, müsste ich ja auf 2 kommen. Ich drück mal die 8, minus 8. Dann bin ich bei 4. Warte mal, drücke ich nochmal die 4. Jetzt bin ich bei 0,5. Ne, bei 0 bin ich jetzt. Wenn du jetzt die 6 hast du ja nicht, ne? Nee, dann wäre es ja einfach, dann müssten wir ja nur das eine Ding drücken. Dann drück mal. Ich habe 8, 7, 5, 4, 8 und 7. Und drück mal die 7.
Okay, ja, wenn ich... Jetzt bist du bei... Bin ich bei 7, genau. Wenn ich jetzt... Ich drücke mal minus 4. Hä? Warte mal. Ich bin, okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen, weil... Wenn ich die, ich hab jetzt... Bin jetzt bei minus 7. Wenn ich die aber nach oben drücke, dann bin ich jetzt schon bei 10 oben. Von minus 7 auf 10. Ja, genau. Also, weil ich habe ja, wenn ich die nach unten ziehe, habe ich minus. Wenn ich die nach oben mache, warte mal, wenn ich jetzt, ich drücke mal minus 8 nach unten, passiert bei mir gar nichts. Dann drücke ich mal minus 4. Drücke ich zweimal minus 4. So. Erst bei minus 4, minus 4, minus 8 bin ich jetzt bei der 3. Ja, aber ich glaube, das funktioniert ja so, entweder schaltest du minus 4 dazu oder halt du schaltest es weg. Mhm. Ich glaube nicht, dass die sich addieren, wenn du die mehrmals drückst. Nee, genau. Also wenn ich jetzt, habe ich sie ja ganz nach oben gemacht. Jetzt, sag ich mal, sind alle Zahlen, die du geaktiviert hast, gehen nach oben. Wenn ich jetzt... Wie viel steht jetzt bei dir? Bei mir steht 10. Ja, das ist das Maximum. Warte mal, ich schalte die mal alle zurück. Mhm. Auf 6 kommen, ne? Welche Nummern hast du da? Also das, jetzt sind wir auf 0, ne? Ja, das ist perfekt. Genau, also minus 8, minus 4, minus 4. Du hast 2 minus 4 und 1 minus 8. Mhm. Warte mal. 16 minus, wie viel brauchen wir? Eigentlich bräuchten wir 14 minus 8 wäre 6, ne? Hm, genau. Zum Beispiel. Warte mal. Was? Dann versuch mal minus 8. Hm? Ja. Jetzt, ist, Musik angegangen. Der grüne Strich ist jetzt auch an. Und eine Maschine ist angegangen, also es leuchtet. Unser Apparat läuft. Ja, genau. Wir können fahren. Oh. Jetzt steht hier, wir müssen zuerst das Ziel festlegen. Ach so. Wie machen wir denn das? Oh ja, das ist eine gute Frage. Komm, einsteigen. Muss man denn das Ziel festlegen, bitte? Ist das auf dem Dach oder was? Oder? Nee. Hm. Vielleicht können wir das. Vielleicht gibt's drinnen irgendwie sowas wie so ein Expeditionsraum oder eine Map oder irgendwas. Hm, ich will mal gucken. Das spielt schon ganz cool. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja, macht Spaß. Hier sind Bücher. Also hier sind auf jeden Fall die Zahlen, ne? Aber wenn man das jetzt eingibt. Hm. Vielleicht noch irgendwo ein Rad übersehen für diese letzte Tür? Das kann sein. Nochmal. Ich gucke. Vielleicht unter deinem Bett oder so. Ja, ich gucke mal. Kann ich hier hoch? Nö. Da oben vielleicht nur eins ist? Nö. Weil das eine hier im Ofen hatte ich ja auch übersehen, was du gefunden hast. Suchen wir mal. Das ist schon ganz einfach. Nee, schon knifflige Angelegenheit, ne? Ja. Ist auch nichts. Somebody out there.
Wo geht man jetzt? Ach, ich hab's gefunden. Ah, wo war's denn? Komm mal raus. Das ist ja voll bekloppt. Da guckst du jetzt aufs Dach oben, in diesen Kreis oben. Auf ah, den alles klar. Voll bekloppt, oder? Ja. Kann ich's ja mal schnell holen. Ja. Alter. Das ist ja mies. Ja. Oh, jetzt haben wir den Kopf unterm Dach eingehauen hier. Ja. Super. Jetzt können wir am Rad drehen. Ohohoho. So. Das ist doch mal sehr schön. Oh Gott, es gibt wieder Kurbeln und Scheiß. Hm. Was einstellen? Nach rechts bewegen und halten. Nach oben bewegen und halten. Ich drehe mal. Achso, dann können wir an der Tafel die Koordinaten eingeben. Ja, wir haben Charlie 753, Beta 754. Also C, wo ist denn C 753? Ach da. Hier. Hm, warte mal, ein höher müsste. Ne, warte mal. Müsste ich ein höher, ne? Ja, genau. Also, warte mal. Nee, das war zu hoch. Das war zu niedrig. Ah, du sag mal stopp, weil du stehst davor. Noch ein Stück. Ja, perfekt. Okay. Das, hat er jetzt ist runter. Ach, wir müssen das zu zweit wahrscheinlich machen. Scheiße. Na gut, okay. Dann bewegst mal bis dahin. Ja, du bist der, der oben nach oben machen muss. Ach so. So, dann den einen runter. So, noch einen hoch. Du musst ja mal weggucken, ne? So, halt. So. Oder? Und jetzt zu Beta 754. Das war zu weit. Ach, das ist das vierte. Ja. Wie drehst du eigentlich zurück? Du musst einfach nur vom Loslassen, dann macht das automatisch. Ah, okay. So, 754 war das. Ja. Das müsste jetzt hier sein, ne? Noch ein bisschen weiter, oder? Ja, weiter geht's nicht. Okay. Also ich könnte. Dann mache ich jetzt. Genau. 753. Oh, jetzt hat er meinen wieder rund. Ist er wieder in die Ausgangsposition gegangen? Der muss, glaube ich, die ganze Zeit drauf bleiben, ne? Oder. Jetzt machen wir. Ja, ist wahrscheinlich eine Zeitfrage. Ah, alles klar, hat geklappt. Okay. Hä, das war ja komisch. Okay, dann brauchen wir noch Delta 195 und Echo 169. Okay, Delta 195. Wo hab ich denn? Ich hab Delta 398. Delta 798. 196 habe ich hier noch. So. Dann habe ich es wahrscheinlich falsch aufgeschrieben, ne? Gut, und ich brauche Delta 195, das heißt hier so. Ja. Jo, super. Jo. Alter. Doch gut hingehauen. Ach so, von uns aus, das ist links, home, zu dieser Höhle. Ah. Jetzt verstehe ich das ganze Ding. Ja, das ist so ein bisschen strange. Ja, das hat es jetzt auch voll gebracht. Ja, auf jeden Fall. Dieser Karte. Oh, ich bin hier falsch. Alter, ich laufe hier auch schlafen gehen wir. Genau. So, ab geht's, steig ein. Oh, ich dachte, du brauchst mich nicht mehr. Jetzt sagt er, wir müssen das Ziel festlegen. Ja, haben wir doch gerade gemacht. Müssen wir dann noch machen? Gab's da nicht noch ein Beta? Nee, ne? Nee. Nee, das war vorhin. Kann man die irgendwie mit der Hand markieren oder so? Nee.
Kannst du nochmal hoch machen? Ach so. Jetzt ist es weg, ne? Ach, vielleicht brauchen wir dann nur 195169, vielleicht nur bis zu dieser Höhle oben. Okay, das kann sein. Da. Das war die, oder? Ja. Nee, scheiße, die untere rechts. Ah, okay. Mist. Genau. Diese da. Ah, alles klar. Aber jetzt hat er wieder zwei Sachen. No. Warte mal, dann gehe ich mal. Kannst du die wieder demarkieren? Nee. Das ist ja ein Ding, das hat nicht hingehauen. Nee. Aber wie kriegen wir die denn jetzt wieder weg? Vielleicht muss man ja auch. Okay. Probier jetzt mal. Und wie wir wissen nicht. Wird jetzt. Oder haben wir es jetzt richtig gemacht? Das kann auch sein. Wenn er immer in die Butze rein. Ja. Ich höre mir noch mal dieses Zeug. Ach doch, es gibt Beta 481, du hast recht. Okay. Gibt noch was. Gibt noch was, ne? Ja, es gibt noch Beta 481. Charlie 447. Okay. Ach so. Dann gucken wir mal, was haben wir. Was ja, der ich? Macht dann so, der trianguliert das dann. Ja, gut, dann fangen wir nochmal an. Dann können wir ja unten die Hütte nochmal markieren, einfach. Mhm. Das war ja richtig. So, die. Okay, super. Jetzt nochmal. Da fangen wir mit der Hütte an. Mhm. Dann können wir die Höhle hier oben rechts da, die wir auch hatten, die ist ja auch richtig. Noch ein Tucken nach rechts. Ja, mhm. Super. Okay, und dann brauchen wir noch Beta 481 und Charlie 447. Hm. Ah, Charlie 447 habe ich. Ja, und ich habe Beta 481. Das ist ja. Noch ein Tucken nach rechts. Ja, super. Kannst du Stopp sagen? Ach, es hat gereicht. Ah, okay. Ist das jetzt. Hat er das jetzt genommen oder? Irgendwie hat er die jetzt wieder alle zurückgesetzt, ne? Ja. Welches hattest du? 447? Ja, doch, das ja. 447, aber ich war zu weit rechts, glaube ich. Pass auf, wir können ja nochmal. Also das Haus erstmal, ne? Ja. So. Ich mal so 447. 447 und ich muss nach 481. Vielleicht war ich nicht, muss ich doch noch mal ein Stück so vielleicht. Ja, aber er hat es ja markiert. Ach ja, hat er. Genau, dann brauchen wir die Höhle, ne? Ja.
106 und 195. Das müsste dieses Ding sein. Der Augen funktioniert es nicht. Komisch. Oder muss man das in der gleichen Reihenfolge, wie der das sagt? Weil dann gibt's. Ja. Charlie, Delta und dann Beta. Ach, oder warte mal, B, C, D vielleicht? Vielleicht muss man mit der. Mit diesem. Keine Ahnung, das ist eine Robbe da oben oder so. Anfangen. Hm. Okay. Ich kann ja auch erstmal. Warte, ich bewege es mal nach oben. 4, 8, 1. Jetzt kannst du es nach rechts bis zur Robbe bewegen. Also. Ah, scheiße. Machen wir nochmal. Sehr gut. Und dann brauchen wir Charlie. Das ist unser Haus. Mhm. Scheiße, nochmal. Okay. Mhm. Und dann ist Delta, ist diese Höhle da. Habe ich das falsch aufgeschrieben? Nee, ja, sonst kommst du mal rüber und hörst dir das auch mal an. Jo. Was denn das? Delta 195 bei Echo 169. Ach, Echo 169? Echo 1. Die haben das falsch gemacht. 196, sondern. Ja. Das ist die falsche, warte. Das muss 169 und nicht 196 sein. Ah, hier ist 169. Das ist die hier, ne? Ja. 169 und 195. Das ist das Teil hier. Ah. Ja, aber der Rest hat gestimmt. Das heißt dahin, dann nach rechts. Oh. So, und dann noch die Höhle. Sonst beweg du erstmal nach rechts. Hm. Das ist ja auch voll bescheuert, ne? Ich habe die ganze Zeit auf dieses Ding geguckt, auf dieses Rad, wenn ich gedreht habe. Man kann einfach auf die Karte gucken und dann drücken und der bewegt es. Ach so, okay. Voll bescheuert. Hat er auch nicht genommen. Ach, wir sind ja auch blöd. Nein, die Robbe wäre das nächste. Au. Oh. Naja, stünden später. Aber ist auch schön. So, also, machen wir erstmal das. Sturmrobbe. Ja. So. Beweg du mal nach oben, weil. Ja. Bis zum Turm jetzt und dann. Genau, und dann zur Robbe. Mhm. Das passt jetzt. Nö, will er immer noch nicht. Oder will er nur die drei Ziele markieren? Also, dass er das Home gar nicht markieren möchte, obwohl das würde ja keinen Sinn machen, ne? Nach Home ist ja auch. Oder erstmal von Home zu einer Adresse. Dass man erstmal vom Home zum Turm fährt oder so. Aber das wäre ja auch blöd. Ach. Nee, ja, genau. So, geh mal bis zu dem Häuschen da. Genau. Okay. Hm. Dann gehen wir jetzt zu dem Turm. Ja. Und dann. Ja, man erkennt hier die Zahlen nicht so zur Robbe. Hm. War da nicht gemacht. Mist, na gut. Okay, nochmal Tor. Mhm. Häuschen. Mhm. Und jetzt Robbe, ne? Ja. Sehr. Ah! Endlich! Oh Gott! Alter! Man muss ja auch diese Zahlen richtig hier lesen. Ja. Oh, dann können wir jetzt endlich einsteigen. Oh, das ist schön. Bus fahren. Ich laufe immer falsch. Eingestiegen. So. Warte auf Partner. Oh.
Das ist ja schön, jetzt fahren wir weg. Ach so. Und dann ist das Spiel zu Ende. Haben wir durchgespielt. Genau. Ja, ist auf jeden Fall. Aber es macht Spaß. Geiles Game. Ja, finde ich auch. Solange ich nicht wieder im Keller bin und irgendwelche Frauen retten muss mit irgendwelchen Rätseln. Ja. Also Our Secret Below war ja auch so ein Thema für sich. Ja, aber das war auch sehr cool. Ja. So. Das ist jetzt hier eingeschneit. Ich kann auch nichts drücken. Neu steht er jetzt oben in so einem Buch drin, aber. Alter, was ist. Oh Gott! Alter, das sieht aber mega komplex aus. Ja. Was wie eine riesen Kugelbahn oder so. Wir haben ja. Na, diese drei Knöpfe hatten wir. Jetzt haben wir hier. Um Gottes Willen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jemals hier rauskommen. Ich glaube dich. Also Funken höre ich immer nur Störung. So, schöne Schneelandschaft hier. Okay, hier ist eine Treppe, wo man nicht hochkommt. Fahrstuhl, ja. Ah, hier ist ein Fahrstuhl, genau. Müssen wir wahrscheinlich nehmen, oder? Mhm. Nach oben, aber passen wir da beide rein? Jo. Extra Diät gemacht. Ah. Boah, ich finde Schneelandschaften in Computerspielen sonst immer genial. Ich auch. Ja, das ist richtig schön. So, was haben wir hier? Das ist ein anderer Fahrstuhl. Aber hier hinten gibt es auch was. Ja, ich glaube, hier macht sogar mehr Sinn. Kann ich die schieben? Nee. Kann ich daran vorbei? Nee, kann nur drüber springen. Ziehen kann ich die auch nicht, ne? Nee. Okay. Gibt's hier irgendwie einen Hebel oder so, dass wir die öffnen? Nee, gibt's auch nicht. Hier ist auch nichts. Vielleicht kommen wir noch einen höher. Wohl, oder? Nee. Ich höre dich kaum. Ist jetzt besser? Also ganz leicht, also so leise irgendwie. Ja, ich guck mal kurz raus. Hier ist nichts.
Okay. Jesus, ist jetzt besser? Ja, jetzt verstehe ich dich so leicht besser. Ja. Das ist immer, wenn du es mal kurz ausgemacht hast, irgendwie, genau, ne? Genau. So, wahrscheinlich mit Kontaktspray mal ran oder so. Bist du unten oder bist du noch? Hm, ich bin oben. Ich gucke gerade noch mal bei diesen Schranken hier, aber da finde ich auch nichts. An der Lore selber ist ja auch nichts und unterwegs ist auch kein Hebel. So merkwürdig. So. Wenn wir die Treppe hochgehen, ist ja dieser Fahrstuhl, den wir nicht öffnen können. Aber warte mal. Der hat ja eine Mechanik, der Fahrstuhl. Oder? Ja. Aber man kommt da nicht hin. Ja. Mal runterfahren und da unten. Ja, genau. Fahren wir mal runter. Hochklettern. Das kannst du über mehrere Wochen den Stream machen. Ja, auf jeden Fall. Über mehrere Monate wahrscheinlich. Ja. Aber das ist auch mal irgendwie was ganz anderes, so, ne? Zu zweit das so zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Das geht's ja nicht. Muss ja hochfahren. Was denn? Ich bin jetzt hier. Hier hinten sind Balken, aber ich weiß nicht, ob man hier weiterkommt. Versucht hier rüber zu springen. Nee, das geht auch nicht. Wenn ich hochfahre, kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Nee. Genau, ich bin jetzt hier hinten in der Ecke. Gucke mal, ob da noch was ist. Ah, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das geht. Nee, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Du bist oben, ne? Ja. Wenn, kannst du dich auf den, du kannst dich jetzt im Fahrstuhl stellen, ne? Ja. Wenn ich jetzt nach oben fahre, so. Was ich komisch finde, der ist doch jetzt eigentlich schon oben, ne? Jetzt hast du ihn runtergelassen. Okay. Hast du irgendwas gedrückt? Ja, ich bin noch mal nach oben gefahren und jetzt bin ich ja ganz woanders beim anderen Fahrstuhl. Ach ja, okay, alles klar. Dann so funktioniert's. Hm? Wenn der eine Fahrstuhl rauffährt, fährt der andere runter. Ah, deswegen. Dann bist du jetzt drüben. Kannst du da irgendwas machen? Ja, warte mal, da ist der nächste Fahrstuhl. Da kann ich auch wieder nach oben fahren. Der geht nicht, da kann ich nach unten fahren. Ja, sehr gut. Ah, dann fährt der hier hoch. Das ist ja super. Dann kann ich in den hier rein. Ja. Und damit nach oben fahren. Okay, dann fährst du jetzt nach oben und ich bin jetzt nach unten gefahren. dann müsste ich jetzt auch wieder nach oben fahren, ne? Ja, kannst du ruhig. Genau. Jetzt Alter, hier ist noch ein Fahrstuhl. Jetzt fahre ich auch mal nach oben. Hier auch noch mal nach oben?
Bist du irgendwo runtergefahren? Nee, ich bin jetzt hier. Ich gehe jetzt hier mal lang und gucke, ob ich hier irgendwas finde. Oh Gott, jetzt müsstest du wieder mit irgendeinem Fahrstuhl. Ja. Jetzt kann ich wieder nur nach unten fahren. Wir mal. So, jetzt bin ich nach unten gefahren. Jetzt fahre ich wieder nach oben. Nee, das ist es nicht. Hier gibt es noch einen Fahrstuhl, den kann ich nicht mehr benutzen. Okay. Sind hier noch Fahrstühle, die du nicht benutzen kannst? Nee, also den habe ich benutzt. Warte mal, ich gucke mal. Ich kann jetzt hier mit denen nach unten fahren. Nach oben geht's nicht mehr. Ich fahre mal nach unten. Das bringt dir aber nichts, ne? Aber warte mal, jetzt bin ich auf einer anderen Plattform. Ich glaube, jetzt finde ich einen anderen Fahrstuhl bestimmt. Ne, hier ist ein Plumpsklo. Das ist auch schön. Aber hier ist auf jeden Fall auch ein Fahrstuhl. Kettenfahrstuhl oder so. Kannst du den benutzen? Nee. Also ist quasi nur die Kette, die da unten hängt, ne? Okay, warte mal, guck mal, ob was passiert bei dir. Bewegt sich was? Ja, ist nach... Ah, alles klar. Super. Jetzt ist der Fahrstuhl. Jetzt kann ich hier einsteigen. Ja. Jetzt kann ich nach oben fahren. So, jetzt bin ich ganz oben. Okay, bist du raus? Nee, ich bin jetzt, jetzt muss ich mal gucken. Ich kann jetzt hier über so eine Schiene, aber da habe ich Angst, dass ich runterfalle. Warte mal, ich gehe mal hier geradeaus. Und gucken, wo ich da hinkomme. Also, ich meinte ja nur, ob du aus dem Fahrstuhl raus bist. Ja, da bin ich raus. Dann kann ich wieder hochfahren. Mhm. Weil ich stecke hier einfach im Fahrstuhl und kann nichts machen. Jo, fahr mal. Wobei, warte. Hier ist auch noch ein anderer Fahrstuhl. Den könnte ich theoretisch bestimmt auch nutzen. Warte, dann... Also ist der offen? Mhm. Der müsste noch ein Stück nach oben fahren. Sonst hast du da keinerlei Fahrstühle. Nee. Also ich komme in keinen rein. Dem, den ich jetzt drin, also wo ich draufstehe, der müsste nach oben fahren. Und ich hätte jetzt hier noch einen, der müsste auch nach oben fahren. Ich habe jetzt natürlich das Problem, ich könnte hier klettern irgendwie. Nee, klettern ist nicht die Lösung. Glaube ich. Ah, jetzt kommt ein Fahrstuhl. Ja, der, mit dem du hochgefahren bist. Genau. Vielleicht kannst du da ja mal einsteigen. Steig da mal ein. Warte mal kurz, wir müssen mal gucken. Jo, halt. So, ich bin eingestiegen. Jetzt bin ich ein nach unten gefahren. Genau, kannst du da auch was tun? Nee, da komme ich nicht raus. Und da? Ja, da komme ich raus. Vielleicht gibt es da irgendwas. Ja, da ist einmal ein Plumpsklo. Ach, das war der. Mhm. Mhm. Ja gut, dann fahre ich nochmal weiter, ne? Ja, bist du drinnen? Nee, warte, ich steig ein. Ja, nochmal zurück. Na, zurück geht nicht, das war eine Ebene. Ach so, weil ich kann jetzt nicht mehr einsteigen. Der müsste jetzt bei mir ein Stück nach oben fahren. Nee. So, jetzt bin ich drin. Kannst du da irgendwas machen? Nee, auch nicht. Und da? Da kann ich jetzt die Treppe hochgehen und in einen anderen Fahrstuhl reingehen. Okay, warst du in dem schon? Ich glaube nicht. Ich gehe mal nach oben. Komme ich auf eine Ebene. Weil hier kann ich... Jetzt, warte mal, jetzt habe ich hier noch einen Fahrstuhl. Da kann ich aber nur mit nach unten fahren. Jetzt
quasi der, wo ich hergekommen bin von unten. Und dann fahre ich mal einen nach oben. So, und wenn ich jetzt laufe, kann ich mit dem da oben fahren. Warte mal. Und mit denen hier kann ich fahren. Nach oben geht's aber nicht, nur nach unten. So. Jetzt kann ich hier aus die Treppe hochgehen. Von hier aus und kann nochmal einen Fahrstuhl bedienen. Ah ne, das ist kein Fahrstuhl, das ist wieder das Plumpsklo hier. Komisch. Kannst du mal fahren? Weil hier ist noch. Hier ist noch ein anderer Fahrstuhl. Ja. Ne, der hat keine Auswirkung. Warte, ich probier mal. Nee, jetzt komme ich ja hier gar nicht mehr weg. Ja, warte. Vielleicht. Hm. Nee, ich kann nur diese zwei Ebenen jetzt betreten und ja. Sonst der eine Fahrstuhl, der mich eigentlich nach unten führen würde. Okay, weil Theorie, ich vermute mal, dass du hier auch hochkommen musst und fährst in den einen Fahrstuhl hier und dann würde ich in den anderen steigen können. Ah, okay. Ja, nee, ja, vielleicht, aber weißt du was? Hm? Sowohl auf diesen, also wenn es zu ist, wenn du nicht reingehen kannst. Hm. Oh, jetzt hast du den Fahrstuhl weggemacht. Okay. Auf dem Boden, wenn du auf den Boden vom Fahrstuhl guckst, da ist bei dir jetzt auch dieser Wagen mit Kohle drin, oder? Hm, genau, richtig. Ja. Dann wissen wir, welcher Fahrstuhl welchen bewegt, ne? Wenn du, weil es gibt verschiedene Symbole, bei jedem Fahrstuhl gibt es ein anderes Symbol. Ah, okay. Und dann, ne, kann man einfach sagen, welches man braucht. So, ja, genau. Und hier ist das Problem, dass der halt oben ist und ich nicht sehen kann, was das für ein Symbol ist. Der müsste runter. Also, aber da ist ja der Eingang, oder? Da sind so diese zwei Bretter davor. Mhm, genau, aber da komme ich ja nicht. Genau, sind zwei Bretter vor, da komme ich ja nicht durch. Und der Fahrstuhl schwebt in der Luft. Genau, guck mal auf die Bretter, da sind auch Symbole drin. Ah, stimmt. Da ist so eine Spitzhacke mit einem Eisenerzstein. Okay, ich guck mal kurz, ob ich sowas hier habe. Oh ja, ich habe hier Spitzhacke, aber bei mir ist der Fahrstuhl auch. Der ist zwei Ebenen runter. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Okay. Ah, ich weiß es jetzt. Warte mal. Hm? Ich fahre noch mal kurz dahin. Hast du irgendwo so eine Bündel Dynamit wie bei Hand? Ja, ich gucke gerade mal. Wie kommt man ins Inventar? Also mit Tabulator und I geht's nicht. Ach so, nee, das Symbol vom Fahrstuhl ist ein Bündel Dynamit. Ach so, nee, warte mal. Warte mal, dann müsste ich mit dem hier mal runterfahren und mir den nächsten mal nehmen. Ja. So. Warte, muss noch einen runter. Ja, jetzt sind wir einen runter. Jetzt gucke ich mal beim nächsten Fahrstuhl. Ja, genau, Bündel Dynamit habe ich hier. Okay, steig mal ein und fahr mal dann. Ja, ich bin jetzt mal nach oben gefahren. Okay, nach unten. Okay. Und noch ein. Jo. Okay, jetzt kann ich hier einsteigen. Das ist ja super. Komm, steig ein. Dann kannst du mich sowohl nach oben als auch nach unten. Warte mal, ich fahr mal kurz erstmal nach oben. Hm? Ach, nach oben geht's nicht. Naja, dann geht's nur nach unten. Okay, dann fahr ich mal nach oben. So, jetzt bin ich wieder oben. Okay, und jetzt. Ich muss jetzt noch einen oben nach oben fahren, dann fährt dein Fahrstuhl nach unten. Achso, okay, warte mal. Steige ich mal wieder ein. Also musst du nicht, ne? Ja, mach ruhig. Hier war ich glaube ich noch nicht jetzt.
Ach doch, das ist der Anfang. Boah. Warte mal, ich gucke mal. Jetzt bin ich wieder bei dem... Habe ich hier einmal einen Fahrstuhl. Genau, einmal mit Kohle. Genau, und ich brauche jetzt hier dieser mit Spitzhacke und... Genau, mit Spitzhacke und Stein. Das ist der, der mir immer noch fehlt, wo ich noch nicht drin war. Ja, genau. Spitzhacke brauche ich auch. Leider. Ich muss noch was gucken. Ah, jetzt weiß ich's. Warte mal. Kommst du noch in den Dynamitenfahrstuhl? Ja, warte mal. Ich bin gleich drin. Nee, komm ich nicht rein. So, warte mal. Jetzt komme ich rein. Ja. Super. Okay, dann bist du drin? Jo. Dann fahr ich mal hoch. Fahr du jetzt mal auch einen nach oben? Mhm. Mann, ist das ätzend, ey. Man muss oben auf dem Fahrstuhl springen. Ja. Und jetzt kannst du nach unten fahren ein. Alter, das ist ja voll mies. So, jetzt bin ich unten, aber unten kann ich hier nichts machen. Gut, aber ich komme, glaube ich, jetzt zu dem... Ja! Okay. Bei dem Dynamitenfahrstuhl. Super, dann kann ich ja nach oben. Ja. Warte. So, dann müsste ich... Spitzhackenfahrstuhl habe ich jetzt. Den können wir benutzen. Okay, warte mal, dann muss ich mal gucken. Dass der hier war? Nee, warte mal, da muss ich glaube ich noch einen runterfahren. Ja. Ah, einen nach unten. So. Okay, prima. Jetzt. Okay, jetzt hängt der bei mir in der Luft, genau. Jetzt müsstest du irgendwie fahren. Wo muss der bei dir hin? Nach oben oder nach unten? Nach also unten. Wo? Ah, er kommt, er kommt. Okay. Steige ich. Oh, komm, steig ein. So, da kann ich nach unten, nach oben. Ich fahr mal nach oben, ne? Ja. So, fahr ich nochmal ein nach oben? Nee, also nach oben bringt es nichts. Da kann ich nichts machen. Fahr ich mal nach unten. Nee, aber bringt nichts. Das ist ja bescheuert. Aber ich fahr nochmal ein nach oben. Ob ich hier irgendwas übersehen habe oder so. Fahr mal einen nach unten. Okay, ich fahr mal einen nach unten. Ja, weil manchmal muss man wirklich auf dem Fahrstuhl oben drauf fahren. Okay, aber da komme ich ja. Ja, bei dir vielleicht nicht, das kann schon sein. Ja, nee. Oh, jetzt habe ich den. Hast du irgendwo so ein. Oh Gott, was ist das? Irgend so ein Dinosaurier frisst einen Diamanten-Symbol. Nee. Ich pass auf, ich fahr noch mal nach oben. Ja. Scheiße, ich bin jetzt oben, aber das bringt mir nichts. Also ich kann jetzt hier nicht aussteigen. Das ist ja dämlich. Aber warum habe ich denn den Fahrstuhl, wenn der mir nichts bringt? Ich weiß nicht, ich bin jetzt hier oben bei so einem Gittertor, das kann ich öffnen. Hm. Warte mal, ich will auch mal was gucken. Gittertor, also ich habe hier... Ja, ich habe, warte mal... Also auf der Rückseite bei mir ist auch so eine Art Gitter, aber ich glaube, das gehört zum Fahrstuhl. So, da kann ich aber nichts machen. Das geht ja direkt in den Berg rein. Ja. Ich kann wieder nur nach oben, bringt mir das nichts. Also ich komme nicht weiter nach oben. Ich kann nur wieder nach unten fahren. Das ist ja dämlich. Gibt es noch Bereiche oder Fahrstühle, die du nicht erreichen konntest bis jetzt? Nee, das nicht. Aber es gab doch mal diese eine Kletterpartie. Warte mal, aber hier ist noch ein anderer Fahrstuhl. Ah nee, warte mal, der Fahrstuhl, das ist wieder ein Dynamitfahrstuhl. Ja, du musst auch da hinkommen, wo ich bin. Das ist identisch. Ich sehe es jetzt gerade auf der anderen Seite. Du musst weiter hochkommen. Das heißt, vielleicht musst du auch wirklich oben auf den Dingern fahren.
Ja, aber die Frage ist, wie ich da raufkomme, weil wenn ich jetzt unten bin. Genau, fahren mal ein noch runter. Es geht, glaube ich, nicht, aber ich probier's mal. Nee, geht nicht. Also ein nach unten geht nicht. Minending nicht? Wie bitte? Also mit der Spitzhacke? Ja, Spitzhacke, genau. Der kann nur ein nach oben fahren. Aber mehr kann der nicht. Und fahr mal nach oben, ich will mal gucken. Ah, okay. Ja, dann fahr noch mal runter. Mhm. Sehr gut. So, dann fahr noch mal hoch. Mhm. Und dann noch mal runter. Das ist so blöd. Echt. Ja. Ist ja auf Wasserkopf. Du bist jetzt nach wohin gefahren? Nach unten, ne? Hm, bin ich wieder einer unten, bin wieder da, wo ich war. Dann bleib mal da drin, ne? Ich fahr noch mal so. Da steigst du jetzt aus? Nee, da kann ich nicht aussteigen. Ach so. Ah, okay. Aber da kannst du aussteigen, ne? Genau, da bin ich auch eingestiegen. Den hast du mir ja geholt, den Fahrstuhl. Genau, dann steig mal aus. Hm, bin ich? Kannst du da oben rauf? Jetzt der Fahrstuhl ja nach oben, ne? Also. Ah, ja, ja. Ach, ich bin ja auch. Das ist ja der, den du mir quasi geholt hattest. Warte mal, dann lass mich nochmal. Lass ihn nochmal runter. Also fahr nochmal hoch. Mhm. Weil ich muss da nochmal rauf. Okay. Warte, ich guck nochmal hier. Ja, dann kannst du mich noch mal hochfahren, also du runter. Mhm. Das ist kompliziert. Weil hier auf der anderen Seite hatte ich noch nicht geguckt. Oh. Hier gibt es auch noch einen Fahrstuhl. Mal gucken, was der macht. Immer wenn ich runterfahre, merke ich, es geht bergab. Genau. Kommst du eigentlich? Also ohne meine Hilfe kommst du wahrscheinlich nicht auf meine Seite, ne? Nee. Ich kann, warte mal. Es gibt eine Möglichkeit. Ah, dann irgendein Fahrstuhl ist runtergefahren. Pass doch mal auf. Genau. Aber ich. Jetzt fahr mal nach oben. Mit welchem? Mit dem du eben runtergefahren bist. Oder hochgefahren bist. Er ist schon am Anschlag. Ich kann nur nach unten fahren. Dann fahren wir nach unten. So, warte mal. Dann geht er nämlich bei mir hoch. Und dann versuche ich mal, ob ich auf den drauf komme. So, und jetzt kannst du noch einen nach unten fahren? Ja. Dann komme ich nämlich einen höher. Kannst du noch einen nach unten? Nee, ne? Doch. Ah, super. Ich kann noch einen nach unten. So, jetzt bin ich. Jetzt bin ich da, wo ich noch gar nicht war. Jetzt. Jetzt bin ich. Ist ja auch interessant. Jetzt bin ich ganz, ganz oben, wo ich noch nicht war. Und sehe wieder den Fahrstuhl mit der Spitzhacke. So, ja. Der ist jetzt bei mir unten. Der müsste okay. Jetzt noch nach oben. Warte mal, ich gucke mich aber hier nochmal um, dass ich was übersehen habe. Nö. Bist du aus dem Fahrstuhl raus? Ja, da komme ich auch nicht weiter. Genau so. Jetzt müsste der Fahrstuhl, den ich jetzt habe, mit der Spitzhacke, der unten ist, der müsste jetzt nach oben fahren. Weil da geht's denn bei mir weiter. Ja. Okay. Warte, vielleicht kriege ich das hin. Mhm. Ich glaube, den Spitzhacken-Dingens erreiche ich nicht mehr. Okay, weil ich habe nämlich den hier mit der Spitzhacke.
Und da wird es geradeaus dann... Ah, okay. Dann steig noch mal ein. Jetzt habe ich nämlich die Idee. Weil... Ah, jetzt müsstest du noch mal hochfahren. Mhm. Oder ebenfalls, dass ich hoch kann. Jo, jetzt kann ich rein. Ja, sehr gut. Ich bin drin. So, du kannst ja dann... Jetzt kann ich zu dem Dynamitfahrstuhl. Kannst du jetzt zum Spitzhacken-Ding? Warte mal, ich versuch's mal, wenn ich nach unten fahre. Das ist wahrscheinlich noch ein. Nee. Dann gehe ich mal nach oben. So, jetzt bin ich. Jetzt geht's hier nach unten. Warte mal. Jetzt bin ich bei so einem Diamantenfahrstuhl. Den hatte ich auch noch nicht. Warte mal, dann gehe ich mal nach. Nach oben kann ich nicht, kann nur nach unten. Ah ne, da komme ich wahrscheinlich dann her, ne? Ja, der Diamantenfahrstuhl ist, glaube ich, der unterste. Okay. Also wenn ich jetzt hochgehe, ist der einzige Fahrstuhl, den ich bekommen kann. Gucke ich hier mal nach. Da geht es auch nicht lang. Der einzige ist halt mit dem Dynamit. Da kann ich nach... Warte mal, kann ich nach unten? Kann ich auch fahren? So, wenn ich nach unten fahre, dann bekomme ich... Dann habe ich hier den mit... Genau, dann kommt jetzt der mit Kohle. Den hast du mir gerade hochgeholt irgendwie. Kannst du den Dynamitfahrstuhl noch mal kurz rum? Dynamit? Ach nee, braucht man nicht. Okay. Okay, du hast jetzt die Kohle, ja? Mhm. Dann kannst du einsteigen. Jo. Dann fahre ich dich noch mal hoch. Mhm. Okay. Jetzt kann ich aussteigen. Und ja. Da ist jetzt immer noch der mit der Spitzhacke dieselbe Stelle mit dem Stein, wo ich nicht weitergekommen bin. Okay. Kannst da jetzt. Ah, genau, warte mal. Da stelle ich mich jetzt mal drauf. Jetzt fahren wir nach oben. So, kann ich aber. Kann ich von hier aus runter? Ne, ich bin jetzt zwar oben, aber. Ich kann hier nirgends raus oder so. Ah, okay, schade. So. Und der Spitzhackenfahrstuhl ist bei dir jetzt unten, ja? Und genau. Den müssten wir irgendwie nach oben kriegen. Ja, auf welcher Ebene kommst du denn in deinen Spitzhackenfahrstuhl? Warte mal, dann müsste ich nochmal runterfahren. Genau, nee, fahr mal hoch. Also, so, dass ich einsteigen kann. Musst du nochmal zweimal. Nochmal. So. Alles klar, so, jetzt fahre ich mal einen nach unten. Gucke ich mal, ob ich hier auch in den Spitzhackenfahrstuhl komme. Ja, hier ist der Spitzhackenfahrstuhl. Jetzt, warte mal, wenn ich den jetzt nach oben fahren würde. So. Und ich müsste jetzt hier irgendwie aussteigen. Wenn ich das hinkriegen würde und würde da runterfallen. Dann würde ich das sogar hinkriegen mit dem, was ich vorhatte, weißt du? Obwohl, der müsste noch einen höher. Warte mal. Aber der geht nicht weiter nach oben. Kannst du den ganz, also kannst du ganz nach unten damit fahren? Warte mal, ich gucke mal. Nee, nur einen kann ich nach unten fahren. Okay, ja, scheiße.
Ja, das ist ja blöd. Dann muss es noch einen Spitzhacken-Fahrstuhl geben. Jetzt bin ich hier wieder beim Plumpsklo. Warte mal, kann ich... Ich dachte, ich könnte dann schnell aussteigen oder so. Was? Sonst vielleicht doch, wenn... ah ja. Wenn ich dich doch noch mal ganz nach oben fahre. Hast du noch mal in diesen komischen... mit dem Wagen und der Kohle da einsteigen. Ja, genau. Du musst mich noch mal... Du müsstest noch mal runter, dass der bei mir einen hochkommt. Ah, ja. Kannst du jetzt hochfahren? Ja, jetzt bin ich aber nicht in, sondern auf, ne? Ja gut, das ist egal. Ach so. Ja gut. Ich meine, ganz oben kannst du da eh nicht. Jetzt kannst du ja nicht mehr aussteigen, oder? Doch. Jetzt bin ich ja ganz oben beim Spitzhackenwagen. Also da bin ich jetzt, stehe ich vor der Tür. Okay, warte, dann komme ich nochmal zurück. Gibt's da sonst gar keinen? Nix? Nee, das Einzige, was du hier hast, ist der Fahrstuhl mit dem Kohle. Der ist jetzt gerade runtergefahren. Dann gibt es hier quasi so eine Art Schienen, die eingestürzt sind, und da hinten ist so ein Wagen. Aber an diesen Wagen komme ich nicht ran, also der lässt mich da nicht weiter. Und jetzt gerade passiert gar nichts bei dir? Nee, gar nichts. Okay, und du brauchst welchen? Den Spitzhacken, Spitzhacken, ne? Ja, genau. Aber auch nur, um darüber zu kommen. Warte mal, ich guck nochmal was. Weil ich kam jetzt hier runter, wo ich sonst nicht runter kann. Oh, ich komme hier nicht hin. Also ich müsste schaffen, den Spitzhackenwagen Fahrstuhl nach oben zu packen, aber das geht ja gar nicht, weil ich dann halt nicht rauskomme. Ne? Also muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass du den Spitzhackenwagen kriegst. Hier geht es auch nicht weiter. Wenn ich hier mit dem Fahrstuhl fahre, passiert bei dir gar nichts. Nee, gar nichts. Nur ganz hinten auf der Gegenseite von mir. So, kannst du noch einen höher fahren? Nee, ne? Nee, nur nach unten, okay. Ach so, noch, doch, ich kann höher fahren. Fahr nochmal einen hoch. Noch einen hoch? Geht nicht, ne? Oder doch? Siehst du, jetzt sehen wir uns. Siehst du das? Ich weiß gar nicht. Ich kann versuchen, dir mal zu winken. Mit W war das, ne? Oder war das? Wenn du mal durch dein Gitter guckst. Dann sehe ich eine Wand. Achso, du siehst eine Wand, okay. Aber das ist der Gegenwagen, in den du eigentlich rein müsstest. Den siehst du gerade. Okay, so, der fährt jetzt nach unten. Genau, ich fahre aber nach oben. Ah, okay. So, fahr nochmal einen runter. So, siehst du mich jetzt hier hin? Jetzt bist du ja auch im Fahrstuhl, ne? Also, jedenfalls, jetzt sind wir eigentlich auf einer Höhe. Ich habe da eine komische Wand. Okay, schade. Okay, dann fahr. Ach nee, ich kann jetzt nicht fahren, weil meine Fahrstühle sind alle unten. Aus den Spitz. Nee, Quatsch, den mit dem Wagen, ne? Genau. Genau.
Genau, da steige ich jetzt mal ein und dann fahre ich mal nach unten. So, wenn ich jetzt einen nach unten fahre, dann kann ich nicht aussteigen. Ich auch nicht. Nee. Geht nicht. Okay, dann kann ich noch einen nach unten fahren. So. Und dann komme ich halt... Dann komme ich wieder zu meinem komischen Spitzhackenwagen. Und dieser ist der, der eigentlich nach oben müsste ein. Ich kann... Pass auf, ich fahre den jetzt ein nach oben. So müsste er jetzt sein, dass ich dann... Aber es macht ja auch keinen Sinn. Nee, der müsste noch einen höher kommen. Aber der geht nicht weiter. Es ist ja auch der Fahrstuhl, der mir jetzt Sorgen macht. Also ich müsste jetzt theoretisch noch jemand haben, der jetzt so einen Spitzhackenwagen fährt, dass wir noch einen nach oben kommen. Hm. Also, aber dieser Spitzhackenwagen, meinst du, der hätte noch einen weiter nach oben gemusst? Hm, ne? Genau. Und auf den konntest du dich auch nicht so einfach oben drauf stellen, oder? Nee, weil der fährt hier jetzt, das Problem ist, der fährt jetzt hier nicht runter. Also ich kann nur von unten zugucken. Aber ich kann nicht, kann auf den nicht drauffallen oder so. Aber warte mal, du hast doch gesagt, auf der Ebene bräuchtest du den Spitzhackenwagen. Genau. Und wenn du aber, also gibt's da einen Eingang zu dem Fahrstuhl? Warte mal, ich kann, was ich machen kann, ich kann mit den Kohlewagen wieder nach oben fahren. Nach oben gehen, so. Noch ein. Ja. Dann kann ich links aussteigen. Dann kann ich geradeaus. Und da sind die Schranken zu. Und da unter ist der Fahrstuhl. Und ich kann da nicht drauf springen. Mit dem Spitzhackending. Hm. Und kann der überhaupt noch weiter hochfahren? Nee, kann er nicht. Na ja, gut, dann ist es ja eh sinnlos. Was gibt's denn da noch? Ich meine, auf der Ebene kannst du wirklich nichts machen. Nee, weil der müsste, wenn der jetzt hochfahren würde. Also ich kann jetzt auf der Ebene, kann ich halt... Warte mal, ich gucke hier nochmal. Ich gucke nochmal auf Twitch, wie das bei dir aussieht. Ja, genau. Ja, das ist, also das ist jetzt hier... Da habe ich einen zweiten Zuschauer, wow. Das ist jetzt hier die Stelle, die ich meine, wo ich nicht weiterkomme, ne? So. Also hier kannst du auch nichts machen. Kannst auch nicht springen, klettern oder irgendwie sowas. Ja, genau. So, und wenn da ich jetzt... Da brauchst du auch nicht hin. Genau, so. Und jetzt gibt's hier nur das, das ist der Spitzhackenwagen. Und siehst du, da drüben ist die Treppe. Da geht's weiter. Das, ach so. So, und hier ist der Fahrstuhl unten. Und wenn der nach oben kommen würde, dann könnte ich da wahrscheinlich durchgehen. Genau, ja, dann müssen wir nur noch den Spitzhackenwagen hochkriegen. Ja. So, und jetzt... Mal. Du kannst ja mal kurz weiter zugucken. Ich kann dir ja mal zeigen, was... Ich kann jetzt hier nach unten fahren. Wenn ich jetzt hier einen nach unten fahre, passiert gar nichts. Genau. Und fahre ich noch einen nach unten, dann kann ich hinten auch nicht aussteigen, nur hier lang. So, da geht's einmal nach unten. Da geht's dann hier zu dem Diamanten. So, dann geht's... Was ist denn das hier für eine Ebene? So, hier geht's aber auch nicht weiter. Hier ist wieder Kohle. Achso, der müsste dann nach unten. So. Ja, dann kann ich hier nur hier außen lang und hier ist dieses Plumpsklo. Das ist ja auch nett, du hast sowas Cooles, ich hab sowas nicht. Ja, das ist sogar benutzt. So, und jetzt bin ich hier in dem Fahrstuhl mit der Spitzhacke. So, und wenn ich jetzt nach oben fahre, deswegen sage ich ja, das ist total Blödsinn, weil der bringt mir nichts. Ne? Dann passiert hier das hier. Der müsste jetzt noch einen höher. So. Nein, bleib mal da. Ja. Das ist perfekt, weil du kannst jetzt über das Dach bei dem Ding durchrennen. Okay, wie geht denn das? Naja, du kommst nicht raus. Also, ich muss den wahrscheinlich irgendwie hochfahren. Hm. Also kannst du wieder runterfahren. So. Und dann kannst du nochmal da ganz nach oben gehen. Mhm. Und ich gucke, ob ich irgendwie zu dem Spitzhackenwagen komme. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der bei mir war.
Oh Mist. Dann muss ich mal nach oben. Oh, das war schlecht. Ich bin ausgestiegen, jetzt ist mein Fahrstuhl weg. Ah, warte mal, dann fahre ich wieder hoch. Fahre ich nochmal hoch. Genau, einmal. Nochmal. Perfekt. Mhm. Ja, jetzt kannst du auch... Kann ich wieder nach oben fahren, ja? Ja, ja. Genau, so jetzt so. Musst du nur einen Spitzhackenfahrstuhl finden. Genau, bist du raus? Ja, ich bin raus. Ich stehe. Guck mal, ob ich einen finde. Mhm. Also, ob ich da überhaupt hinkomme. So, mal schauen, hier komme ich ja. Durch. Warte mal. Ich hab ihn. Ja? Oh. Ja, hier ist er, warte ich. Oh. Hol ihn dir mal. Oh, jetzt passiert was. Kannst du durch? Oh ja. Bist du durch? Oh, ich bin durch. Hm. Ja. Ohne Paketverlust wollte ich nochmal anmerken, ne? Instant. So, jetzt ist der Drachenwagen irgendwie, den fährst du gerade runter. Ach, du brauchst den oben, oder was? Hm, fahr mal einen hoch. Noch ein? Noch ein? So, jetzt kann ich da drauf. Und jetzt müsste ich theoretisch nach oben. Kannst du noch weiter nach oben oder unten? Jo. Noch mal, noch ein? Das ist jetzt kurios. Warte mal. Nee, warte mal, dann fahr noch mal einen runter. Fahr noch mal einen runter. So, pass auf. Jetzt, nee, noch einen runter. Okay. Jetzt fahr mal einen hoch. Also quasi so, dass ich da einsteigen kann. Also du müsstest wahrscheinlich... Ja. Nee, andersrum. Ja, nochmal. Ah, sehr geil. So, jetzt kann ich nicht mehr einsteigen. Ich glaube, jetzt müsste es klappen. Ach, du bist oben drauf gesprungen. Ja, ja. Genau. Das, ich dachte, das... Ja, warum kann ich denn jetzt... Ja, aber jetzt kannst du auch steuern. Hast du vielleicht Steuerung gedrückt? STRG? Ja, ich bin gerade... ich wundere mich gerade, warum ich... warte mal, ist das Crouch? Warum ist denn der so klein jetzt? Eigentlich ist auch Steuerung, dass er denn... Warum bückt er sich denn jetzt hier dauerhaft? Oder muss, sind die höher? Nee. Nee, sonst, ja, aber du kannst fahren. Ne, oder? Ja, nach, aber nicht mehr nach oben. Warte. Ja, nach oben geht's auch nicht mehr. Du kannst auch nicht nach oben fahren, ne? Nee. Okay, dann fahre ich jetzt mal einen nach unten. Ja. Und dann... Aber da bist du ja schon richtig, da ist doch das Ding. Oh. Okay, und dann fahre ich jetzt wieder hoch und dann können wir es drücken, endlich. Mhm. Alter. Das war aber sehr nice, ey, dass es doch noch geklappt hat. Ja, das ist schon sehr, sehr kompliziert. Ja. So, dann sind wir beide. Jetzt können wir uns sehen. Guck. Oh, hallo. Na? Wieso? Wie konnte man winken? Ich weiß ja, war es W? Nee, W ist erlaufen. Genau. Z? Ja, Z war zeigen. Z war zeigen? Dann nehmen wir mal F für winken, ne? Nee. Ah, du X. Hast... X? Hallo. Ja, dann können wir jetzt hier drücken. Ja. Alter, das war mega nice. So. Das ist ja ein Wiedersehen. Ich hoffe, du hast Kekse mitgebracht. Ach, da ist er ja.
Hallo. Winke, winke. Ja, Stinkefinger? Ach nee, ist ja zeigen. Da. Sehr schön. Oh, mit Zelt und so. Lagerfeuer. Hm, können wir uns aufwärmen. Oh, hier zwei Betten für uns. Komm, steig Eis. Ja, genau. Komm, Zelt bauen. Naja. Hier ist nix. Oh, du stehst schon wieder oben. Oh Gott. Das ist ja... Okay, hier ist eine Sackgasse. Hier ist aber ein gelbes Schild am Tor. Schalter. Oh ja, du hast jetzt hier links was zugemacht. Jetzt hast du es wieder aufgemacht. Oh, vielleicht kannst du da durch. Und dann mache ich es zu. Vielleicht geht dann bei dir was anderes auf oder so. Ja. Das sind zu früh die Drehtüren. Ah, wo ich bin, ja. Oh, hallo. Ich weiß nicht, welches. Oh. Hier blau. Wenn ich jetzt hier, passiert bei dir nichts, ne? Ah, hier, warte. Kommst du durch? Hm? Ruhig. Achso, warte mal. Ja, warum bin ich denn jetzt eingesperrt? Bin ich bescheuert? Bei mir ist der gelbe jetzt zu. Das blaue Tor ist zu. So, wenn ich jetzt hier... Ah, warte mal. Jetzt bin ich befreit. Jetzt drücke ich nochmal. Ah, danke. Dann kann ich hier bestimmt am Rad drehen, ne? Ich denke mal. Nee, hier sind Hebel. Aber ich kann an den Hebeln nichts machen. Bleib mal da. Hm? Ah, warte mal, da hat er was angezeigt. Ah, sehr gut. Das ist ja wieder komplex und schön. Ja. Total, und dann muss man den Orangen in irgendwo drücken. Oh Gott, ich würde sagen, das machen wir wann anders. Ja, also. Ich meine. Das war. Achso, dann wechselt er hier auf blau, ne? Ja, dann macht das Tor zu. Mhm. Wenn du jetzt. Na, jetzt hat er das blaue aufgemacht, aber das andere ist noch zu. Genau, jetzt müssen wir irgendwo ein Orangennest finden. Ja, also theoretisch muss jemand dann. Oh Gott, hier lang geht's ja auch gar nicht weiter. Man kann nur da lang. Ach, hier ist noch ein blaues. Oh Gott, das wird so kompliziert. Drück nur mal kurz das Blaue. Mhm. Hab ich gemacht. Jetzt drück nur mal Blau. 10.000 blaue Türen. Ja. So, jetzt kann ich hier einmal durch. Ja, hier ist der Orange, ne? Oh ja, der ist jetzt auf. Sehr gut, jetzt muss ich aber auch zurückkommen, warte. Du kommst ja noch an den Blauen, kannst du den nochmal drücken? Mach ich. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hier lang bin. Ah, oh. Sehr gut. Jetzt kannst du auch mal. Jetzt kommen wir wieder weiter. Oh, das ist ja schön. Sehr schön. Oh nein, jetzt ist hier ein scheiß Rotz. Das ist ja auch schön. Ja, ich würde. Ja, ich würde auch sagen, dass wir das nächste Mal weitermachen. Also. Ja, finde ich auch. So zwei schöne Stunden. Das kann gerade, das kann ich auch schön bei Facebook, bei YouTube hochladen. Ist auch schön. Oh, wie du mich anfunkst. Das ist echt eine geile Funktion. Ja. Ne? Ja, gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Genau, dann mache ich erstmal den Stream aus. Und dann gibt's dann bald einen zweiten Teil.